Willkommen zu unserem nächsten Video. In diesem Video geht es um die Reports und den Ausbau. Das bedeutet, wir werden einmal die Ausbauflächen, die wir erzeugt haben, einmal auswerten. Das beinhaltet die Nutzfläche, den Bruttoraumanhalt, die Wohnfläche und die BGF, also die Bruttogrundfläche, die Sie eigentlich ja für die Bauanträge und für die weitere Kostenschätzung benötigen. Wie funktioniert das Ganze oder was müssen wir zu Beginn einstellen? Sie sehen auch hier unser ja, wunderschönes Pultdach, was Sie so bitte so nie bauen sollten. Wir wechseln jetzt einmal das Teilbild, weil wir sagen jetzt hier dieses geneigte Dach, das war ein schönes Experiment. Das brauchen wir aber nicht, das können wir ruhig schließen und wir öffnen hier die Teilbilder 600 bis 605, also wieder unser Flachdach. Und da ist es wichtig, dass wir die Teilbilder aktivieren, auf denen die Räume drauf liegen. Das heißt, die 501 und die 601 EG und OG, da liegen nämlich unsere Reports drauf. Das heißt, nicht auf passiv, sondern auf aktiv im Hintergrund. Wir sagen schließen, haben wieder unser wunderschönes Flachdach. Auch hier ist wieder wichtig, wenn Sie merken, oh, da fehlt was. Oftmals ist es so, ein kleiner Tipp, dass vielleicht Zeichnungen beim Öffnen außerhalb des Sichtfeldes liegen. Da gibt es eigentlich so zwei kleine Befehle, die Sie ja auf Shortcuts legen könnten. Das eine wäre immer ganzes Bild darstellen. Ja, funktioniert auch mit Alt 2, also als Shortcut ganz gut. Alt 2, alles wird zentriert. Und alternativ dazu, es fehlt immer noch was, das Geschoss fehlt. Über die Layer immer gehen und sagen, das ist dieser Befehl hier, alle Layer wieder auf bearbeitbar stellen. Dann wissen Sie, ob irgendwas mal ausgeschaltet wurde oder nicht. Perfekt. Gut, dann wollen wir das Ganze jetzt auswerten. Was brauchen wir dazu? Eigentlich nicht viel, außer hier oben rechts die Auswertung. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Auswertung und da die Reports. Alternativ über Beschriften bzw. über die Benutzerobjekte. Da kann ich auch Reports erstellen. Wir bleiben aber im Ausbau, auch da, Ausbauflächen könnte ich auch nochmal erstellen. Hier sind quasi die gleichen Flächen, die gleichen Reports, die erzeugt werden. Aber wir gehen hier auf die gesamte Liste. Ja? Reports. Dort gehen wir auf den Ordner Standard, weil dort liegen erstmal die gesamten Reports, die Sie in Alpern haben, zur Verfügung. Das sind erstmal Standard-Reports, die sind in Ordnung, die sind schon mal gut zum Nutzen. Aber wenn Sie natürlich langfristig gibt es die Möglichkeit, eigene Reports nochmal zu modifizieren oder diese bestehenden zu modifizieren. Das wäre natürlich dann die Königslösung. Aber für unsere Zwecke reicht das, alle Maße zu beginnen. Und wir fangen an mit dem Ordner Räume, Flächen, Geschosse und dort mit dem Ordner Wohnflächen. Da sind schon mal einige Listen drin und wir nehmen uns zum Beispiel jetzt hier die Übersicht der Wohnfläche oder die Übersicht der Wohn- und Zubehörflächen. Ja, klappt es mal auf. Mit Abmessung oder ohne Abmessung. Wir nehmen jetzt hier Wohn- und Zubehörflächen mit Abmessungen. Ja? Wir wollen diese Liste öffnen. Wir sagen hier öffnen. Und jetzt könnten wir einzelne Räume anklicken. Wir sagen aber natürlich, da wir alles eingeschaltet haben, bitte auch alles auswerten. Und es wird eine Liste erstellt mit den einzelnen ja, Geschossen und den beziehungsweise den einzelnen Räumen. Wir sehen Erdgeschoss, das Büro, die Nummerierung, die Funktion. Im Erdgeschoss haben wir 116 Quadratmeter reine Wohnfläche und als Zubehörfläche haben wir hier die Garage mit 35 Quadratmetern und insgesamt haben wir Wohn- und Zubehörfläche 151. Dann geht es im Obergeschoss weiter. Dort haben wir insgesamt dann die 128 und hier nochmal eine kleine Auflistung. Wohnfläche im Erdgeschoss 116 plus die Garage mit 65. Im ersten Obergeschoss haben wir die 128, insgesamt 245. Zubehörfläche haben wir insgesamt dann die 35. Und als Nutzfläche insgesamt hätten wir jetzt hier in dem Fall 280 Quadratmeter. Ja? Das wäre so die erste Liste, die wir ausgeben. Wir werden die jetzt gleich auch noch abspeichern. Ich will aber erstmal so ein paar Listen vorstellen. Dann haben wir eine recht schöne Liste, die tabellarisch ist. Und zwar ist das diese Liste hier einfach eine Übersicht der reinen Wohnfläche, also ohne Zubehörfläche. Wenn wir die mal öffnen und sagen alles, dann haben wir eigentlich eine sehr schöne und schnelle Übersicht. Ohne Garage, wirklich nur die reine Wohnfläche, EG, OG. Und Sie sehen schon hier, dass ich da sogar bei der Beschriftung ein bisschen ja, geschludert habe und die nicht ganz korrekt sind. Die 1 davor fehlt zum Beispiel, ja.
Wir sagen schließen, nochmal auf den Report und dann wäre vielleicht noch interessant, die Wohnflächen tabellarisch zu sehen nochmal. Ne, die sieht ein bisschen anders aus, ne, wobei die sieht eigentlich exakt identisch aus. Aber vielleicht hier ganz schön noch zu erwähnen, dass sie hier die Grundfläche haben, ne, von den Terrassen zum Beispiel, und daneben dann die Wohnfläche halbiert. Und das ist quasi Grundfläche ohne Putz, ja. Und das ist quasi dann die reine Wohnfläche inklusive Putzabzug, ja. Also das wäre die Grundfläche ohne Putz, nur der nackte Raum, also der nackte rohe Stein. Und das wäre, nachdem es verputzt wäre, haben wir dort immer die Quadratmeter. Und hier inklusive der Abzug bei den Terrassen für die Hälfte. Okay. Eine weitere Fläche wäre zum Beispiel, wenn ich einen Ordner zurückgehe, wäre die DIN 277/2018, also die Wohnfläche. Diese Übersicht der Wohnfläche oder Wohn- und Zubehörflächen ist auf jeden Fall eine wichtige Liste für den Bauantrag. Die brauchen Sie auf jeden Fall. Eine weitere Liste wäre dann, wenn ich jetzt mal einen Ordner zurückgehe, in die DIN 277/2018, wäre die Brutto-Grundfläche, ja. Die zieht er sich jetzt über das Geschoss, also über diesen Außenputz an der Stelle, die Brutto-Grundfläche aktivieren, alles, das ist die sogenannte BGF, ja. In dem Fall haben wir jetzt nur den R, den Regelfall. Wir könnten jetzt noch als Sonderfall die beiden Terrassen dazu nehmen, aber das haben wir uns jetzt gespart erstmal. Also die beiden Terrassen wären dann ein Sonderfall, weil sie nicht allseitig umschlossen sind nach DIN 277. Gehen wir hier auf den R und dann gibt es auch nochmal Unterschiede, ob das Dach zum Beispiel konstruktiv verbunden ist, ja, nein. Aber die wichtigste Zahl ist erstmal der Regelfall, ja, die BGF an der Stelle, ne, von beiden Geschossen. Die Zahl ist wichtig, also das heißt, diesen Report müssen Sie ausgeben. Dann ist noch ganz wichtig der Brutto-Rauminhalt, ja, alles ausgeben. Da sind wir dann im Kubikbereich. Das sind Kubikmeter 1104, das ist auch die wichtigste Zahl an der Stelle. Und der Sonderfall für die Balkone zum Beispiel oder Auskragungen der Terrassen. Gut, das wäre der R-Fall, also der Regelfall für den Brutto-Rauminhalt. Was haben wir noch? Ja, noch ganz wichtig ist auch die reinen Netto-Raumflächen. Wenn ich jetzt mal drauf gehe und sage alles, ja, dann sehen Sie hier Erdgeschoss, Obergeschoss, die einzelnen Räume und unten die Aufteilung zwischen Nutzfläche, technische Fläche und Verkehrsfläche. Jetzt haben wir in unserem Fall jetzt, wir haben jetzt keinen Technikraum in dem Sinne, sagen wir, die Technik bei uns ist im HWR oder in der Garage drin, müssen wir jetzt nicht unbedingt als technische Fläche deklarieren. Wenn wir jetzt auch beim Flur jetzt zum Beispiel, ist jetzt kein öffentlicher Flur, also es ist kein Treppenhaus, wo wir sagen, das deklarieren wir als Verkehrsfläche, sondern unsere Wohnfläche ist gleichzeitig eine Nutzfläche und ja, deshalb können wir technische Fläche und Verkehrsfläche in dem Bereich bei einem Einfamilienhaus weglassen. Wenn wir jetzt natürlich in den Bereich gehen, Mehrfamilienhäuser, öffentlich, halböffentlich, dann brauchen wir natürlich die technische Fläche und die Verkehrsflächen ebenfalls. Okay, das sind so die wichtigen Listen. Wir wollen jetzt nochmal gemeinsam einmal neu erstellen und abspeichern. Dazu müssen Sie ganz zu Beginn, also nach Installation am besten oder jetzt im Idealfall jetzt, einmal über die Definition gehen. Das heißt, auf diese Werkzeuge, Definitionen. Und dort gibt es unten Büroname und Adresse. Wenn Sie jetzt in Altplan keine Rechte haben, also keine Administratorenrechte, dann werden Sie diesen Büroname und Adresse nicht sehen jetzt bei Ihnen am PC. Ja? Ich sehe die hier, weil ich kann alles umstellen. Das müssten Sie an Ihre IT Bescheid geben, dass Sie da bitte einmal freigeschaltet werden als Administrator, damit Sie Folgendes machen können. Klick. Jetzt geben Sie zum Beispiel den Büronamen ein. Das ist Architekturbüro Cavella, BIM Solutions. Wir sagen, okay, Sie geben da Ihren Büronamen natürlich ein. Dann geben Sie die Adresse ein. Boom, immer Bahn 14 in Koblenz. Dann sagen Sie, es gibt noch eine Telefonnummer, die Sie einsetzen. Die E-Mail-Adresse ebenfalls. Auf OK. Und als allerletztes wählen Sie noch Ihr Logo aus. Ja, das soll nämlich auch mit auf dieser Liste erscheinen. Dann sagen Sie öffnen und es ist fertig abgespeichert. Wie bei mir jetzt öffnen, fertig. Jetzt ist es nämlich so, dass wenn wir jetzt wieder diesen Report erstellen, ja, und ich mir jetzt mal die BGF raus, Brutto-Grundfläche, sagen öffnen, alles, dass jetzt halt Logo oben steht. Wir haben in der Fußzeile unsere Adresse und haben einfach ein schöneres, ja, Blatt letztendlich.
Dann ist es so, den Bearbeiter müssen Sie einstellen. Das ist dann meistens immer der Computername. Ich sage jetzt mal in dem Fall Arkan Cavella, m.a. Architekt. Dann das Datum wird eigentlich übernommen, die E-Mail wird übernommen, die Firmenadresse wird übernommen, das Logo, der Name wird übernommen, der Projektname ebenfalls, also der Allplan-Projektname, das ist der hier oben. Ja. Dann könnte ich sagen, will ich die Grafiken sehen? Ja, nein. Will ich das Logo sehen? Ja, das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Und wir haben eigentlich jetzt eine fertige, saubere Liste, die packen Sie jetzt vierfach oder fünffach oder dreifach mit in den Bauantrag mit rein. Fertig ist die Bruttogrundfläche. Export. Das Ganze kann ich nach Excel exportieren oder in Allplan direkt ablegen. Ich würde Ihnen aber immer empfehlen, eine PDF zu erstellen. Ja? Weil wenn Sie sauber gezeichnet haben, dann stimmt die eigentlich. Und Sie sagen, PDF erstellen. Dann müssen wir sagen, wo wollen wir die ganze, wo wollen wir das Ganze abspeichern. Ich sage jetzt mal, auf dem Desktop haben wir unseren Schulungsordner, Schulungsdateien. Und hier will ich die Brutto-Grundfläche. Da mache ich jetzt mal einen neuen Ordner hin. Das sind unsere Reports. Brutto-Grundfläche-Abmessungen speichern und das kann ich jetzt wieder schließen, weil die Datei wurde jetzt gespeichert. Nächste Datei, Brutto-Rauminhalt, öffnen, alles und wieder kurz den Namen reinschreiben. Den markiere ich mir jetzt mal hier und mit STRG C kopiere ich das Ganze, weil ich es in die nächste Liste einsetzen möchte. Und das Ganze wieder exportieren als PDF. Der Ordner wird automatisch ausgewählt. Brutto-Rauminhalt mit Abmessungen, speichern. Kleiner Tipp, falls dieser Ordner jetzt nicht direkt bei Ihnen ausgewählt wurde, das kann sein, dann müssen Sie Folgendes einmal kurz machen noch bitte. Werkzeuge, Optionen. Dort gehen wir auf die Arbeitsumgebung. Und das gilt eigentlich für alle PDFs, die Sie erzeugen. Das ist ja manchmal nervig, dass er immer in den Altplanpfad zurückwechselt. Deshalb können Sie bei den Speicherorten in der PDF sagen, beim PDF-Export, bitte immer den letzten Pfad auswählen. Also nicht den Projektpfad, sondern Sie wollen immer hier den letzten Pfad, den Sie ausgewählt haben. Das gilt dann hier auch noch für ja, ich sag mal, andere Eigenschaften, wie zum Beispiel jetzt hier Favoriten, Assistenten, wo soll er diese abspeichern? Ja? Und PDF in der Regel irgendwo auf dem Server. Ja? Okay, das noch kurz dazu, warum er bei mir jetzt hier beim Export direkt den richtigen Pfad ausgewählt hatte. Reports nochmal. Also BGF haben wir, BRI, Bruttoraum haben wir und es fehlen noch die Netto-Raumflächen, die ebenfalls noch alles. Dann gebe ich hier beim Bearbeiter nochmal mit STRG V den Namen ein, den hatte ich ja gerade kopiert, ja. Und da will ich zum Beispiel jetzt keine Grafiken haben, sondern nur die Nutzflächenauflistung. Oben auf den Export, PDF und Sie sehen, er nimmt wieder den letzten Pfad, Netto-Raumflächen speichern und das passt. Zu guter Letzt die letzte Liste und zwar ist das, die Wohnfläche. Das bedeutet, ich gehe hier wieder einen Ordner zurück in die Wohnflächen und sage, ich hätte gerne die Übersicht der Wohnfläche oder Übersicht, nehmen wir mal die hier ohne Abmessungen, Wohn- und Zubehörflächen, alles bitte auflisten. Dann habe ich hier die Wohn- und Zubehörflächen, kurz hier den Namen ändern und sehen, wie schnell, wenn man sich ins 3D mal reinarbeitet, wie schnell solche Listen erzeugt werden. Jetzt stellen Sie sich vor, viele, viele Büros arbeiten in 2D und müssen diese ganzen Listen jetzt sich irgendwie mühsam in irgendwelche Excel-Tabellen reinpacken. Ja? Und wir sagen, da wir uns aufs Modell konzentriert haben, können wir diese ganzen Nebenarbeiten relativ schnell dann bewerkstelligen und haben quasi unsere vier Listen für den Bauantrag soweit fertig. Ich öffne den Pfad mal kurz für Sie. Ne, das wären jetzt hier unsere Listen, Reports und Sie sehen, so schnell geht das dann mit den Listen. Ja, und so gibt es noch viele, viele weitere Listen. Darüber kann ich mir auch die Wände ausgeben lassen, die Fensterflächen, die Ausbauflächen zum Beispiel. Das will ich Ihnen vielleicht noch kurz zeigen. Dafür switche ich mal wieder zurück. Also es ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, ja, wie viel Parkett haben wir denn jetzt hier überhaupt? Ja? Auch über die Reports können wir zum Beispiel sagen, Standard, Ausbau. Dort haben wir zum Beispiel die Ausbauflächen. Und ich würde gerne die Bodenflächen sehen. Also wie viel Bodenfläche benötige ich? Ja, sag alles.
Und ich habe eine schöne Auflistung, wie viel Bitumenbahn ich brauche, wie viel Estrich ich brauche, versiegelt. Das ist zum Beispiel der Versiegelte in der Garage. Was für eine Trägerplatte brauche ich, also die Tackerplatte, 261 Quadratmeter. Wie viel Gipsputz benötige ich? Keramische Fliesen, Parkett, Hartschaum, Zement, Estrich und so weiter. Ja? In den einzelnen Räumen inklusive der Mengenansätze, die ich dann hier, ja, letztendlich mir ausgeben kann. Hier oben kann ich bis ans Ende vorfahren. Habe auch eine gesamte Fläche. Und das ist eigentlich ein recht, ja, eine recht schöne Herangehensweise. Nochmal Reports. Vielleicht will ich jetzt nur die Seitenflächen haben. Also bitte mal alle Seitenflächen ausgeben. Und dann sehen Sie hier, dann werden wir hier nur die Seitenflächen angezeigt. Kalkzementputz, die Anstriche und so weiter. Gut, was haben wir noch? Noch irgendwelche Reports, die vielleicht interessant sind? Wir können auch eine Übersicht machen, also eine insgesamte Übersicht der Ausbauflächen, wo wir alle Materialien sehen, die wir quasi angegeben haben. Ich mache es mal ganz groß jetzt hier. Dann sehen wir sogar in den einzelnen Räumen, ja, die Mengen, die Dicke, die Anzahl, die Schichtnummer. Ja. Also quasi wie so ein kleines, ja, Raumprogramm, wo ich dann sehe, ganz oben dann nochmal, wie viel Silikon, also wie viel Anstrich benötige ich, 421 Quadratmeter Anstrich, ich brauche 286 Quadratmeter Bitumenbahn und so weiter. Ja? Gut, also auch quasi vorbereitend für die Vergabe. Ganz schön ist eigentlich noch eine Liste, und zwar die will ich Ihnen noch zeigen. Und zwar ist das die Liste für die Räume ebenfalls, also Räume, Flächen, Geschosse. Räume, und da will ich Ihnen eigentlich das Raumbuch zeigen. Genau, Raumbuch, das sieht eigentlich auch ganz spannend aus. Dann sehen Sie nämlich auch sehr schön die einzelnen Räume, ja, mit den Ausbauflächen. Ne? Das heißt, hier sind auch Türen drin, Fenster drin, die Bodenflächen, Seitenflächen, die Leiste zum Beispiel. Ich brauche 19 Meter umlaufende Leiste, ich brauche 60 Quadratmeter Putz und so weiter. Für jeden einzelnen Raum aufgelistet. Ja, also richtig gute Reports. Da können Sie sich hier auch jetzt austoben, und da werden auch noch in den nächsten Wochen noch weitere Videos zu den Reports dann folgen. Okay, jetzt aber wirklich zu viel geredet im Bereich Reports. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.